So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Modelleisenbahner. Es geht dieses Mal um meine erste heute neu angekommene ÖBB 1110 Elektrolok, eine sechsachsige Lok mit Speichenrädern. Das ist das Modell von der 505-3, hat die Einholm Stromabnehmer obendrauf, besitzt bereits auch Soundabwerk von Timo, hat LEDs. Führer, man kann von der Lokomotive Seite 1 und 2 jeweils die Lichter abschalten. Und ich zeige euch nur einen kleinen Trick. Bei mir ist es nämlich so, dass diese Lok hier, verdammt geiles Modell, Sound ist zwar nicht so atemberaubend, aber vollkommen okay und man hört ihn auch ganz gut, ein bisschen zu leise, aber es ist halt, finde ich, gerade noch okay. Es gibt hier ein kleines Problemchen, aber eines, was man jetzt nicht. Was nicht unlösbar ist. Ich habe es jetzt kurz aus der Anlage einfahren lassen wollen und habe folgendes Problem, ja. Eine sechsachsige Lok, von der kann man ja eigentlich erwarten, dass die relativ guten elektrischen Kontakt hat. Jetzt ist aber ein leider so, dass die Radkontakte leider ein bisschen schlecht sind. Also sie haben einen schlechten Kontakt zu den Rädern, ganz einfach. Ich zeige euch, wie man das jetzt da verändern kann, also verbessern kann. Ihr macht bei der 1110er hier die mittleren beiden Schrauben rauf, also von dem mittleren Rad die zwei Schrauben macht man auf. Das machen wir jetzt mal. Hoppla, so nicht. Das war fast schon ein Anschlag auf mein Handy. Hoppla. So. Wer sich unsicher ist wegen Kratzen oder ähnlichem, der kann sich natürlich den Schaumstoff von der Schachtel, in der sie kommt, nehmen als Unterlage für die Lok. Aber hier liegt sie eigentlich auf den Stromabnehmern und sie liegt sogar stabil. Also ich lasse sie so. Sie wippt nur ganz wenig herum. Aber das stört mich jetzt nicht und sie steht sehr stabil. Manche bekommen vielleicht Krämpfe, wenn sie das sehen. Aber jeder macht das einfach auf seine Art und Weise, würde ich mal sagen. So, die Schraube raus. Und jetzt da kann man den unteren Getriebedeckel folgendermaßen entfernen. Er ist jetzt da eigentlich frei. Jetzt da gefragt, nehmt ihr einfach einen Schlitzschraubendreher. Also ihr fahrt mit dem genau hier dazwischen hinein, presst so in Richtung Führerstand. Hoppla, Vorführeffekt nennt man das. Oh, und es ist eh schon frei. Und dann könnt ihr das einfach hier entnehmen. Das war's. Ihr seht, dass die Lok gut geschmiert ist. Natürlich durch das Fahren und wenn sie länger liegt oder steht. Das Fett geht natürlich entsprechend der Schwerkraft. Liegt hier vieles am Lagerdeckel, aber sonst ist hier eigentlich ausreichend geschmiert, finde ich. Kann man lassen. Jetzt sieht das Ganze so aus. Hier erkennt man jetzt sehr toll die Speichenräder. Den Getriebedeckel legen wir uns zu den Schrauben hin. Und jetzt zeige ich euch eine Kleinigkeit. Wir ziehen das jetzt mal weg. Siehe da, Ratsatz. Ja, da kommt das Fett dann schon entgegen. Wir lassen den hier liegen. Also stehen. Und jetzt seht ihr schon. Bei dem ist eigentlich nicht so schlecht, ja. Das sind die Radkontakte. Ich biege mir die immer ein bisschen stärker weg vom Drehgestell, also vom Getriebe. Circa so. Das mache ich bei so ziemlich allen Loks, die Probleme haben mit dem Rad, also mit den Kontakten. Biegen wir uns den ein bisschen anders. So. Es schaut vielleicht ein bisschen brutal aus. Aber bei so ziemlich allen Lokomotiven, auch bei vierachsigen, hilft das ganz gut, dass die nicht mehr so oft, wenn überhaupt, mitten am Gleis stehen bleiben. Es ist nervig, das kennt ihr sicher auch. Natürlich das Einbauen ist immer ganz lustig mit den Radkontakten. Jetzt einfach wieder vorsichtig ein bisschen zurückbiegen. Also im Moment, das seht ihr ja so gar nicht. So, ist besser. Also, ich lege mir sie immer rauf. Da ist ein H, das brauchen wir natürlich nicht. Mein Hund lässt mir gerne überall ein Andenken von sich. So, nochmal kurz anheben.
den Radsatz da schön hineinlegen, wenn es möglich ist. Das gleiche gilt natürlich für die andere Seite auch. Da ist auch noch ein Radkontakt, den drücken wir auch vorsichtig hin. So. Und das ist drinnen. Der Radkontakt, also die zwei Seiten der Radkontakte sind wieder hier, so wie sie gehören. Das gleiche machen wir jetzt mit dem mittleren. Schups, ja, da ist sogar auch nicht so schlecht. Da stehen sie schön auseinander. Ich tue noch ein wenig nachbiegen, aber nicht zu viel, das soll nicht brechen. So ein bisschen mit Gefühl geben wir das ein bisschen nach. Schaut jetzt so aus bei mir, die Radkontakte. Das gleiche wieder zusammensetzen. Einfach so mal hinlegen, wie es geht. Machen wir das so, dass ihr was seht. So. Den Radkontakt vorsichtig hinschieben, also hindrücken, Radsatz einsetzen. Das gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Ah, jetzt ist er rausgesprungen. Ah ja, da ist zu viel Fett drauf, das, was daneben gegangen ist, das stört natürlich auch die Radkontakte. Die muss ich jetzt leider schon wegwischen, die Fettreste. So, nochmal von vorne, weil es so schön war. Tun wir das Fett hier mal weg. So. Weg mit dem Fett. So. Ihr braucht übrigens so Getriebefett, das ist so ein eigenes Kunststofffett. Das braucht ihr auf jeden Fall, wenn ihr mehrere Lokomotiven habt, die im Dienst sind, also die auch wirklich fahren bei euch. Bitte schmiert gelegentlich mal eure Getriebe, wenn sie trocken sind. Laufen sie erstens leise und zuverlässig außerdem auch noch. Und halten dementsprechend länger eure Lokomotiven. So, jetzt ist das drin. Jetzt sind die Radkontakte wieder draus. Nehmen wir den letzten runter, machen das so, dass ihr das seht, so, schwupps, ja, okay, die haben eigentlich auch eine gute Spannung, also eine mechanische, gegen die Radkanten, also gegen die Spurgrenze. Die sind ja hier lackiert anscheinend, die Speichen, und nur der Radreifen, so wie das hier eigentlich ausschaut, nur der hat Kontakt, so gesehen. Der Rest ist halt lackiert, das isoliert er auch gleichzeitig. Tja, dann werden wir das auch noch, hoppla, ein bisschen auseinanderspreizen. Nicht zu viel, dass es reißt, aber auch nicht zu wenig, dass ein bisschen mechanische Spannung drauf ist. Ja. Und wir setzen zusammen Radsatz hinein. Das gleiche wieder umgekehrt, einmal die Seite. Einmal die andere Seite und es ist zusammengebaut. So, schaut so aus. Die Radkontakte sitzen alle, wo sie sollen. Ich bin gespannt, ob das jetzt da viel geholfen hat oder nicht. Ich habe dieses Trägerstell eigentlich nur genommen, um das euch das zu zeigen. Das hintere habe ich gemacht, bevor ich das Video gemacht habe, dass ich mal weiß, wie das geht. Und da war kaum eine mechanische Spannung. Also Druck von den Radkontakten auf die Räder. Vielleicht ist das jetzt besser mit der Stromabnahme des Gleises. Werden wir dann gleich sehen. Und danach, es folgt natürlich auch noch ein Vorstellungs- und ein Fahrvideo, so wie immer. Zusammenbauen. Ihr habt bei dem Getriebedeckel da eine Aufnehmung in der Mitte. Ihr setzt die so ein. So, Moment. Müsst ihr es so einsetzen, dass hier dieser Zapfen da hineingeht. So. Also einfach nur von der. Ne? Hallo Gewitter.
einfach nur von der Seite des Führerstands dann nach hinten und runter drücken. Es hat eingerastet. Es bewegt sich gut. Also jetzt wäre es eigentlich, könnte man sogar theoretisch so fahren, aber die Schrauben zum Sichern werden wir natürlich trotzdem einsetzen, denn sie gehören da einfach hin. Rein damit. So. Sobald man Widerstand spürt, nur ein bisschen nachziehen, nicht übertreiben. Sonst ist das kaputt. Das sind feine Gewinde. Die reißt man gerne mal aus, wenn man da zu viel anzieht. So, das reicht. Und so, jetzt haben wir es. Lokomotive ist eigentlich ready, steady, go. Das, was ich auch noch sagen werde, also sagen werde, ist gut. Das, was ich auch noch leider beanstanden musste, wie ich sie ausgepackt habe aus der Schachtel, ist, dass mir, ich glaube, der Stromabnehmer war das am Anfang, der hintere von der Seite 2, der ist mir gleich beim Zell, also wie ich sie ausgepackt habe, raufgesprungen. Die Halterung war nicht unbedingt so fest von denen. Da kann man sich aber mit einem Trick helfen. Da muss man sich aber auch ein bisschen drüber trauen, weil man muss ein bisschen etwas biegen bei den Stromabnehmern. Und zwar, das zeige ich euch jetzt. So, scharf stellen. Sehr scharf gestellt. Und zwar, ihr habt da, wo mein Schraubenzieher, die Schneide ist, da unten, habt ihr ein Zäpfchen. Hoppla. Und da habt ihr auch ein Zäpfchen. Das schaut aus wie so ein Widerhaken. Und das hakt genau da, wo diese blanken Stellen sind, hakt das ein. Da, wo mein Schraubenzieher ist. Auf beiden Seiten, wo die Schneide ist, ja. Es war so schwach, dass die immer aufgesprungen sind. Ich habe nur ankommen müssen und bumm, der ist aufgesprungen. Darf nicht sein, ehrlich nicht. Ja. Wenn ihr eine Anlage habt, ohne Oberleitung, so wie es bei mir ist, aber Brücken habt, die auch ein bisschen niedriger sind manchmal, und euch springt der Stromabnehmer beim Fahren auf, kann es sein, dass euch natürlich nicht nur der Stromabnehmer den Geist aufgibt, dass der verbiegt, bricht, was auch immer. Es kann auch sein, dass ich dann natürlich mal die Brücke oder was ihr da einfach draufhängen habt, dass das mitreißt, dass das alles beschädigt wird. Auf einer Anlage ist das blöd. Wirklich blöd. Soll nicht sein, ja. Und daher ist es besser, man biegt das einfach ein bisschen nach außen. Wie zeige ich euch jetzt? Ich nehme einfach eine Spitzzange, eine gebogene. Jetzt, ich meine, ich biege jetzt nicht mehr, weil ich habe das schon fertig. Man greift dann. Ich hoffe, ihr seht das jetzt gut. So, scharf stellen. Dann greift man hier einfach so an, diesen Widerhaken, und biegt ihn vorsichtig so nach außen, in Richtung Lokkasten nach außen, ja. Und zwar auf beiden Seiten, natürlich auch auf der anderen hier gegenüber, und das bei beiden Stromabnehmern. Diese Zäpfchen. So, also diese Widerhaken hier stellt man dann eben somit ein bisschen mehr so nach außen und den anderen eben so nach außen. Und somit kann der den Bügel besser halten. Und das mache ich bei allen Lokomotiven so, dessen Stromabnehmer nicht gut mechanisch halten. Ist ein kleiner Tipp von mir. Macht das wirklich, traut euch, wenn ihr das euch traut. Ansonsten, wenn ihr euch das nicht traut, hat der geht zum Beispiel noch immer ein bisschen leichter rauf. Was er eigentlich nicht mehr so sollte. Da machen wir das noch ein Stückchen, aber vorsichtig. So. Aber wirklich nur ein bisschen. Ja. So, ist besser ein bisschen. Mir ist lieber, die halten ein bisschen fester, als sie springen auf und beim Fahren bleiben sie bei einer Brücke stecken. Ist mir nämlich schon mal passiert mit einem, nämlich von meinem Jägerndorfer Cat Taurus, ist mir der hintere Stromabnehmer aufgesprungen, tuck, natürlich ungewollt. Bei der Brücke ist er dann hinten hängen geblieben, da wo das Plateau ist. Moment, zeige ich das.
der ist dann genau da hinten bei dieser Brücke hängen geblieben und hat mir die Brücke umgerissen, die ist nämlich nicht fixiert und dann war der Strom hat mir beschädigt. Federn sind rausgesprungen und naja, dummerweise war das Ding dann hin. Hab die Federn entfernt und hab den Bügel vom Taurus dann einfach festgeklebt. Mit einem ganz kleinen Klecks Sekundenkleber. Denn ich fahre hier eh ohne Oberleitung, ich habe ja keine. Und somit war die Sache für mich gegessen. Also habe ich mir einen erspart. Er ist so, schaut er noch gut aus. Und das Ding funktioniert weiterhin. Und damit man das eben nicht hat, kann man das ja gleich machen. Und das wisst ihr jetzt, wie das geht. Zumindest bei diesen. Bei dieser Sorte Stromabnehmer. Aber das geht bei allen eigentlich gleich. Ihr müsst einfach nur diese Widerhaken finden, die den, die eben da von dem Rahmen, also von dem Gestell oben, also die Holme hier, die das halten. Mehr müsst ihr nicht tun. Dann geht das. Und vorsichtig biegen, nicht zu viel Kraft aufwenden, bitte. Sonst brecht ihr das ab und dann hält es gar nicht mehr. Dann müsst ihr den komplett tauschen. Und ich glaube, momentan kostet ein Stromabnehmer bei Rocco so gute 22 Euro als Ersatz. Das ist verdammt teuer für so ein kleines Stück Metall mit ein bisschen Farbe drauf, finde ich persönlich. Aber naja, wer seine Modelle in Schuss halten will, wenn er etwas zerstört versehentlich oder wenn beim Fahren was passiert, dann macht man das natürlich. Ja, also ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, das hat euch auch vor allem geholfen. Ich werde die Lok gleich einmal zumal Probe fahren und werde sie weiter einfahren lassen. Ich bin mit der Lok so zufrieden. Sie schaut verdammt gut aus. Ich finde auch sehr schön da drinnen, dass das dieser Schaltkasten, dass das nachgemacht ist. Ein bisschen Tiefenwirkung hat das Ding auch so. Es befindet sich auch ein Lokführer drinnen. Auf der Seite 1. Perfekt. So, bei den nächsten Videos werde ich euch natürlich den das die Lok vorstellen mit Sound und den Funktionen und dann kommt anschließend das Fahrvideo. Es dauert aber noch ein bisschen. Danke fürs Reinschauen und ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao.